Yo, was up? Mein Name ist Nurian und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute das nächste Bart-Update. Es sind insgesamt 5 Monate her. Also, wie schnell die Zeit einfach vergangen ist, das ist unnormal krass. Und heute möchte ich dir ein kurzes, kleines Update dazu geben, wie es sich entwickelt hat und was jetzt überhaupt passiert ist. In diesem Sinne, ich blende jetzt mal was ein. Du hast jetzt gerade das Video gesehen und fragst dich, warum hast du das getan, Long? Warum hast du gerade deinen Bart abgetrimmt bzw. kürzer gemacht? Ich kann dir eine Sache sagen, es war irgendwann einfach zu viel. Also, Minux to Deal funktioniert und die Haare wachsen wie Sau bzw. die kleinen Härchen, was ich dazu auch gerne sage. Aber irgendwann war dieser Moment gekommen, das sah einfach nicht mehr schön aus. Das sah wirklich sehr ungepflegt aus und die Haare waren richtig, richtig lang schon. Locker so oder vielleicht sogar noch länger. Aber die sind halt so nach unten gegangen und es wirkte voller, aber auch nur, weil die Haare länger wurden. Und ich habe ein bisschen recherchiert und geschaut, okay, was passiert denn, wenn man die Haare trimmt? Und laut meines Wissens, weil ich ja Barber bin und auch Barber oder allgemein den Friseur gelernt habe, weiß ich, dass Haare, wenn man die abschneidet, dass in der Haarfollikel, also was in deinem Körper drinne ist, die Wurzel, das interessiert die Wurzel an sich nicht, ob du oben deine Haare trimmst oder bisschen kürzt, da passiert gar nichts, da wachsen die Haare trotzdem weiter. Also so sieht mein Bart jetzt aus. Ist relativ wieder kurz geworden, also relativ. Und hier vorne merke ich einfach extrem, wie dicht die Haare geworden sind, auch hier und eben am Oberlippenbart. Das ist wirklich crazy und ich bin mega stolz drauf, dass ich überhaupt erstmal das wirklich 5 Monate durchgezogen habe, weil ich kann mir diese Zahl nicht vorstellen. Stimmt, ich weiß noch ganz genau, wie ich begonnen hatte, wo ich gar keine Haare hatte. Und da dachte ich so, das wird niemals funktionieren. Zu 100% da draußen. Aus tiefstem Herzen kann ich sagen, es wird niemals funktionieren. Aber ich hatte nichts zu verlieren, Ausnahme, dass ich das halt früh und abends immer zu mir nehme, beziehungsweise das auftrage, was ja kein großer Aufwand ist, weil du putzt hier auch früh und abends die Zähne, in der Regel. Was ich eben so cool finde, dass es wirklich bei mir funktioniert, dass ich überhaupt so ein Bart haben kann, also hier gerade einen Wangenbereich, ob das dann extrem dicht wird oder nicht, das kann ich vorher leider nicht sagen, aber ich freue mich einfach schon, dass es sich schon so gut entwickelt hat, natürlich nicht perfekt, so wie ich es haben will, aber wir werden sehen. Ich werde das Experiment auf alle Fälle weiter durchführen. Ich finde, das interessiert dich da draußen auch sehr, was ich hier mache, wie ich es mache, wie sich das alles so bei mir entwickelt und ob sich da auch überhaupt was entwickelt. Also ich kann da draußen aus meiner Erfahrung sagen, Minoxidil Regain Schaum funktioniert wunderbar. Das Einzige, was ich halt immer noch ein bisschen vernachlässige, ist, dass ich den Bartroller nicht so oft nutze. Das heißt, man soll in der Regel das ungefähr aller 2 Tage einmal am Tag nutzen, was ich nicht immer ganz schaffe durch die Arbeit und so weiter und so fort. Aber das ist nur eine blöde Ausrede, das kann ich so offen und ehrlich sagen. Ich werde das auf alle Fälle endlich mal mit in meinen Alltag integrieren, dass ich nicht nur früh und abends meinen Regain-Schaum reinmache oder drauf mache, sondern auch den Bartroller aller 2 Tage benutze, damit sich das noch viel besser entwickelt. Jetzt werde ich auf alle Fälle nochmal alle Transformationen hier einblenden. Da kannst du dir das anschauen, wie es sich von Tag 1 aus bis Monat 5 entwickelt hat. Es ist mega crazy geworden. Natürlich ist ab Monat 5 die Haare nicht mehr so lang. Ist ja klar, weil ich sie eben abgetrimmt habe, was für mich einfach der richtige Weg war. Sieht auch jetzt viel, viel gepflegter aus. Und wenn du dich dafür interessierst, was über Minoxidil und Regain-Schaum ist und Bartwuchs und so weiter und so fort, dann verlinke ich dir hier unten drunter in der Videobeschreibung der erste Link. Da kommst du zu Minoxidil. Aber bitte vorher dich richtig informieren. Bitte nicht nur auf meinem Channel alle Videos dazu anschauen, sondern auch von dem Simon, der rein einen Bart-YouTube-Kanal aufgebaut hat. Da bitte weitere Infos dir holen. Und von anderen ebenfalls, weil das ist mir enorm wichtig und ich empfehle es auch nicht Leuten da draußen, die noch relativ jung sind. Der Bart kann sich noch so entwickeln und ich habe ja auch erst viel, viel später angefangen, also erst mit 24 habe ich damit begonnen, ne? Und das ist auch relativ gut so. Ich wollte nicht zu früh anfangen, weil natürlich hat das auch eine gewisse Nebenwirkung, zum Beispiel Kopfschmerzen, also Schwindelkeit oder auch Herzrasen und so weiter haben kann. Also informiert euch bitte da draußen. Natürlich bei mir, aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte jetzt nicht solche großen Probleme, aber ich kenne Freunde, denen ich das auch empfohlen hatte und die haben gesagt dann, es war nicht so gut. Aber nicht in dem Sinne, dass das Produkt nicht funktioniert, sondern dass der Körper das einfach nicht so gut aufgenommen hat wie bei mir. Deswegen informiere dich vorher, mach deine eigene Research und dann
handle aus deiner eigenen Intention, sage ich jetzt mal, aus einer eigenen, ja, von dir aus eben. Da muss ich nicht viel dazu sagen, aber informiere dich, geh zu, notfalls auch zum Arzt und frag ihn, ob das okay ist, ob dein Körper damit mitmacht oder nicht. Aber unter 20 würde ich das niemals auf jeden Fall anfassen. Also, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn du wissen möchtest, wie ich vorher aussah, wie mein Bart aussah, wie ich von Tag 1 gestartet habe mit dem Bart, dann verlinke ich dir hier das Video. Das kannst du dir jetzt anschauen. Sei gespannt und damit sage ich, wir sehen uns gleich in diesem Video wieder.